Bin's lustig, der Weber braucht keine Religion. So, Händler. Oder soll ich dich einfach auch hier hinschicken? Ja, dann schicken wir dich auch mal zwischen da und da hin und her. Du bringst wieder Gold, okay. Was sagen jetzt unsere Statistiken? Eisenrüstung 25 und Schwert auch 25, sehr gut. Wenn ich mir das aber so ansehe, wir sind mit dem Waffenrücken schon gut drüber. Schuhe werden knapp. Wir haben noch genug Leder, also schusterst du mal. Bei Waffenröcke brauchen wir jetzt gerade keine mehr. Ja, hoffen wir mal, dass einer von denen Holz bringt. Nein, der bringt Gold. Oh, ich sehe gerade, wir haben hier nicht mal mehr Holz eingestellt. So, ich hoffe mal, dass das dann hilft. Dort ist aber alles noch richtig eingestellt. Ja, Eisenwerkzeuge, Geschirr. Schuhe. Öl brennt jetzt auch zur Abwechslung mal. Ja, und irgendwann sollten wir dann anfangen, jetzt da alles laufen sollte. Mit der Rekrutierung, also damit Zivilisten zu bekommen. Ganz ehrlich, wir haben so viel Öl jetzt gerade. Du wirst mal eine Weile Holzfäller und hilfst mal beim Holzfällen aus. Ups. Na egal. Wenn wir wieder Ölfläschchen herstellen, nimmt er die Pilze als erstes.
Ah ja, wir brauchen mehr Möbel. Achso, der Bierbrauer liefert sein Bier direkt jetzt in die Kaserne. Das ist auch gut. Du bringst Gold. Hm? Okay, die erste Generation könnten wir langsam schon mal kriegen. So. Wünscht sich ein Kind. Du wünschst dir auch ein Kind. Gut. Du auch. Gut. Ja, das könnte eine Weile dauern. Ja, und unser Müller kann gerade auch nichts mehr tun, weil wir zu viel Mehl haben. Ja, und dein Mann, der wird sich noch etwas Zeit lassen. Aber er bringt Holz. Das ist gut. Ja, nur ihr habt noch kein Zeichen. Weil der muss erstmal wieder hier oben ankommen. Bei der nächsten Fuge, Kinder, sollte ich darauf achten, dass er auf dem Rückweg ist oder in der Nähe ist. Wie viele Kinder haben wir jetzt? 7. Hm. Das heißt, wir haben nur 9 Frauen, ja. Oh, und wir haben genug Möbel, dass du wieder Holz fällen kannst. So, noch mehr Gold. Aber ja, geht auf. Ich will ja 40 Krieger insgesamt, also 25 Schwertkämpfer und 15 Bogenschützen. Das heißt, ich brauche auch noch wie viel Gold? 4 pro Person, 160 Gold. Das kann eine Weile dauern. Das kann echt noch eine Weile dauern, weil wir haben jetzt gerade mal... Oh, wir haben schon 94 Gold. Ja, wir müssen es nur transportieren. Und ja, sobald die Rüstungen und so eingelagert sind... Ich meine, die Bögen sind schon alle eingelagert, gut.
Waffenröcke haben wir 20 mittlerweile. Ja, wir müssen noch die Waffenröcke und die Rüstung einlagern und dann, also Eisenrüstung und Schwerter einlagern. So, letztes Kind. Und dann wird eigentlich nur noch Gold eingelagert. Wie viel Gold haben wir hier mittlerweile? 33, ja, da haben sie eine Weile zu tun. Sie holt mal wieder Geschirr, nehme ich an. Ja, holt sie auch. Da kann noch jemand trainiert werden. Er braucht jetzt zum Glück nicht so viel Religion, weil er auf Max ist bei allem. Ja, Webstube steht schon lange leer. Ist kein Problem. Schuhe haben wir hier keine drin. Nein, er hat jetzt gerade mal wieder den Zoll erreicht. Das Kaninchen direkt vor der Jägerhütte ist niedlich. Das freut sich darüber, dass der Jäger fast schon im Ruhestand ist. Wird hier überall noch kalbe Kadaver rumliegen, ey. Aber die ersten Erwachsenen. So, warten wir, bis er auch erwachsen ist und dann fangen wir mit der Ausbildung an. Björn. Haltor. Hat er ein Stirnband? Oder hat er einfach nur komische Haare? Oh, wir haben sogar einen Zorn. Oh, hier sind auch mittlerweile die Schuhe ausgegangen. Hm. Was transportierst du? Holz und einen Goldbarren? Du transportierst etwas mehr Gold, weil wir kein Holz mehr hier haben. Auch gut. Ja, über lang, kurz oder lang muss ich einen von den beiden Geschirr verkaufen lassen. Einfach, dass wir schneller an Gold kommen. Dich will ich nicht, ich will den Jungen. 11, also nicht mehr lange. Ja, für 8 Leute allein schon. Für 10 Leute brauche ich 40 Barren und ich habe gerade mal 18 Barren. Gleich 19. Oh, du suchst Gesellschaft, okay.